Hallo, Mitsu hier und willkommen zum 15. Türchen. Ja, schnell hatten die drei Fragezeichen das passende Werkzeug gefunden und der Gullydeckel ließ sich anheben. Das war das passende Werkzeug. Justus hatte eine Taschenlampe dabei und blickte in den Schacht. Hier befindet sich eindeutig die Quelle der Musik. Los, mir hinterher! Etwas zögernd folgten ihm seine beiden Freunde und stiegen die rostigen Eisenstufen hinab. Auf halber Höhe entdeckten die drei eine Abzweigung. Die Musik kommt aus dieser Richtung, erklärte Justus und leuchtete mit der Taschenlampe in den Gang. Der läuft anscheinend unter dem Schrottplatz entlang. Peter, geh du am besten vor, du bist der Dünnste. Doch der Weg endete schnell und Peter schob einige Steine weg. So wie es aussieht, führt der Gang direkt zu einem alten Schrottauto. Aber hier ist schon wieder so eine dreieckige Platte aus Metall. Und darauf sind lauter Symbole abgebildet. Bob betrachtete die Zeichen. Sieht mir aus wie eine Rechenaufgabe. Vielleicht wollen die Aliens unsere Intelligenz testen. Genau. In den Rechenaufgaben steht jedes Symbol für eine Zahl. Finde zunächst anhand der ersten drei Aufgaben heraus, welche Zahlen es sind. Wie lautet das Ergebnis der letzten Rechenaufgabe? Okay, das erste ist 3 plus 3 plus 3, dann 3 und 1 und 1 und dann 1, 3, 4, 2. Also sind das 1, 3 sind 4, 3 sind 7. Ja, und die heben sich eh auf. Also ist die Lösung 7. Lösung Nummer 2. Ich hatte keine Lust, das jetzt aufzuschreiben. Egal. Hier. Lösung Nummer 2. Ja. Der Falke oder was das ist. Hier oben. Da ist der Mister. Ein Button, ein Button, ein Button. Button sind toll, Button sind toll. Ein Drei-Fragezeichen-Button, der kommt auf meinen Rucksack. Das ist mal was, mit dem ich was anfangen kann. Okay. Ja, ein Button. Mit diesem Button kannst du dich als Teilnehmer der geheimen Alien-Mission ausweisen. Stecke ihn einfach an deinen Schulranzen, dein Stiftemäppchen oder pinne ihn an deine geheimen Unterlagen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich zu alt für den Kalender bin. An meinen Schulranzen? Ich glaube, den habe ich gar nicht mehr. Aber ja, er kommt auf meinen Arbeitsranzen. Ja. Nee, Buttons sind cool. Okay, bis zum nächsten Türchen und dann bin ich wieder up to date. Ja. Bis zum nächsten Türchen. Gleich. Bis dann.